gerade noch was? Oder habe ich zu wenig drin? Jo, servus die Mauern und grüß euch die Buben. Ja, ich will da heute gar nicht viel Umschweife machen und zeige euch gar nicht viel vom Geh. Ich bin wieder in meinen Dschungel herinnen. Wir haben es, es hat zuerst gerade geregnet, es ist alles nass. Möchten wir heute ein paar Würsteln wieder auf dem Hobel draufhauen. Zumindest ein Schianbranzeln wieder, meine Spezialwürsteln wieder dabei. Hab mein Dad dabei, das würde ich mir aufbauen, weil es wird voraussichtlich regnet werden. Ist mir aber wurscht, ich will das heute eigentlich nur ein bisschen genießen. Und wir sehen uns wieder, wenn ich meinen Platz gefunden habe. Ja, ich denke, wir müssen es da gleich gemütlich machen. Das suche ich gar nicht mehr viel länger mehr drum. Ja, ich richte einmal schnell alles her. Spann mein Stab auf. Und bevor es anfängt vielleicht zum Ringen, worauf ich weiß, seht ihr, es ist alles waschelnass da. Aber ja, heute wieder meine Kuh mal dabei. Oder was immer das sei soll. Ja. Ja Freunde, ich habe mir es dann mal halbwegs gemütlich gemacht mit einem kleinen Futtachel. Ist sie da ein bisschen nicht anders ausgegangen, wenn ich drehe mich um, falls es viel regnet und schaue in die andere Richtung. Ist egal. Ich möchte mir heute ein kleines Feierl machen. Habe heute mal wieder meine Spießerln dabei. Da haben wir jetzt ein paar Waldviertler wieder drauf. Und machen wir es jetzt ein bisschen gemütlich. Quasi eigentlich wie immer. Ich hoffe, dass ich ein Feuer zusammenbringe, weil es ist ja wirklich alles verdammt nass. Aber naja, werden wir schon was zaubern, schätze ich. Gut, ich werde gar nicht heute viel mehr dumm tun. Ich habe da so einen Grillanzünder, den haben wir ein bisschen aufgewuselt. Lassen wir ein bisschen anbrennen. Und dann stellen wir den Pico-Grill drüber. So. Wie gesagt, die Spieß haben wir schon hergekriegt. Das Wetter dürfte ein bisschen noch halten. Es ist sogar warm, ich meine warm. Wir haben 10 Grad, aber ist nicht wirklich kalt. So, jetzt warte ich noch, bis das ein bisschen ordentlich brennt. Dann stelle ich mein Hobo wieder drüber und dann kann es schon losgehen. So, das brennt schon. Nehmen wir den schon drüber. Und warten wir, bis das Ganze ordentlich anbrennt. Ja, jetzt habe ich noch einmal ordentlich angefüllt, oben drauf gelegt auch. Durst habe ich auch schon. Senf habe ich wieder dabei. Dadurch, dass ich jetzt zwei Würsteln habe, natürlich kein Brot dabei. Das wisst ihr, Brot ist schwer zum Verdienen. Von daher lassen wir Brot heute weg. Ja, muss da ein bisschen immer hin und her variieren. Das Feuerl ist nicht so optimal. Da ein bisschen was Nasses ist auch, aber wir werden das schon zusammenbringen. Naja, Fliege ist auch wieder unterwegs. Was so ist er. Pflückt und knuspern. Die werde ich heute dazu verspeisen. Optimal. So ein bisschen, dann werde ich mir die erste gleich mal einverleiben können. Genehmigen. Die andere werden noch mit drauf tun. Schisch. Jawohl, so muss das ausschauen. Jawohl. Das ist natürlich heiß. Ja, ich habe zuerst gerade einen Anruf gekriegt. Ich kriege heute Besuch. Um 4:30 Uhr kommt mein
guter alter Freund Mike, Survival Mike. Er besucht ihn einmal wieder, auf das freue ich mich auch schon. Können wir ein bisschen quatschen. Aber ich sage einmal, eineinhalb Stunden habe ich locker noch Zeit. Und dann werde ich schon langsam zusammenpacken und heimgehen. Vielleicht hält es wieder sogar noch durch. Dann schauen wir mal, die nächsten zwei, drei Tage soll es noch so sein. Mit Regen dabei und allem drum und dran. Ja, Freunde, ich bringe das heute nicht runter. Das ist mir heute zu viel. Für eine Hälfte. Muss ich mit Hand nehmen, die bringe ich nicht mehr alle. Warte, nicht vergiss mich gleich mal. Ja, es ist heute wirklich schön ruhig. Obwohl Montag ist, wundert mich eigentlich. Diese Spießerl sind von Light My Fire. Wer es braucht, ich habe sie unten mit drin verlinkt. Ich finde es nicht schlecht, kann man immer wieder gern verwenden. So, weiter damit. Warum auch nicht mehr? Brauchen wir auch nicht mehr. Was war da drin noch? Natürlich, wenn man viel zu herkriegt. Den lassen wir jetzt runterbrennen. Und jetzt machen wir sie noch. Ein Kaffee. So, hab heute wieder mein X-Boil dabei und ein Löschdeckerl. Ja, machen wir heute wieder einen türkischen mit der Ibrik. Und dann haben wir noch so eine Avago-Flasche, haben wir jetzt genau angeschrieben, wie viel wo da drin ist. Weil das kann man da ganz genau dosieren, wie viel man braucht. Werden wir mal schauen. Ich schätze, wir werden es brauchen. 10, 12 Milliliter vielleicht. Ich werde aber dazu sagen, ich mache mir nicht jedes Mal den türkischen da heraus. Da werde ich schon bei meiner Bialetti bleiben. Aber fährt natürlich alles mit, mir ist das ganz klar. Lege nur auf Zeiten. Aber die Machart ist natürlich schon da. Muss man viel zu viel aufpassen. Ja, Freunde, heute bin ich Weltmeister im Verlieren. Das ist heute schon das zweite Drum, was ich verliere. Keine Ahnung, heute ist nicht mein Tag. Obwohl die eigentlich relativ fest sind, muss ich irgendwo, entweder ich habe es daheim nicht eingepackt, weil ich habe nämlich die anderen noch dabei. Die geraden. Ja, was soll's. Eins ist futsch. Gut, ich habe daheim noch eine Reserve, also von daher. Müssen wir uns einfallen lassen, wie ich das jetzt mit der Ibrik mache. Das steht natürlich, das ist natürlich relativ klar. Okay, so muss das funktionieren. Ja, peinlich, peinlich, peinlich. Aber so ist das Leben. Es glaubt halt auch bei mir nicht immer alles, was soll's. Auf die Kanten außer. Ja, es steht eh fast von allein. Das werden wir schon schaffen. Irgendwie haben wir es immer noch geschafft, oder? Geht sie gerade noch aus, oder habe ich zu wenig drin? Ja, das ist sie. Aber habe genau noch ausgegangen. So, und jetzt kommt der große Augenblick, wo der Affe ins Wasser springt, ob wir verbrennt sind oder nicht. Nein, diesmal nicht. Das hätte mir noch gefällt. So, jetzt warten wir zwei Minuten, bis der angesetzt ist und dann können wir da nicht machen. Der erste Gruß gilt meinen Krankensaison. Diesmal ein besonderer an den Olaf vom Kanal Hauptfriese, den was ein Autofahrer mit seinem Moped
zum Sturz gebracht hat. Ich hoffe, die geht es in der Zwischenzeit besser. Das ist der Grund, warum ich aufgehört habe zum Mopedfahren, weil einfach zu viele Idioten schon unterwegs sind. Ist so, kann man nicht ändern. Und natürlich der nächste Gruß an alle meine Gesunden, dass man nicht krank wird. Prost! Ja, gut ist der schon, pa. Da kann man nichts motzen. Ja, wie gesagt, die werden wir den für daheim aufheben, die übrig. Und werde meine Bialette wieder mitnehmen. Weil daheim habe ich sowieso mehr Zeit, das zu machen, zum Aufpassen. Wie spät haben wir es? Ja, passt, wir haben es kurz vor drei. Die werde dann eh schon langsam gemütlich austrinken. Da noch alles anlöschen, dass da ja nichts passiert. Dann muss ich noch alles zusammenpacken, das dauert ja auch seine Zeit. Also brauche ich wahrscheinlich eine halbe Stunde, bis ich von da wegkomme. Und dann noch einmal, naja, ich schätze so 20 Minuten bis zum Auto. Ich bin ja nicht so tief im Wald herin. Mal drüber, was wir haben. Alles einmal wieder, bin ich schon zusammen. Feier haben wir alles gelöscht. Zurück, ich bin ja auch. Na, servus. Naja, kein Wunder. Ja, Freunde, diesmal verabschiede ich mich gleich von da von euch. Ich werde da jetzt gar nichts mehr filmen. Der Akku ist gleich leer, dann brauche ich ihn auch nicht mehr wechseln. Kann man die ausgehen auch nicht. Und ja, das stellt sich hoffentlich eh wieder auf, wie immer. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Malen und pfiat euch die Buben.